Neben mir Bernd Schabauern, der Chef von Olymp Deutschland. Herr Schabauern, erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, hier auf der Mixfight Gala mit uns zu sprechen. Ja, immer gerne. Wir sind ja schon lange dabei und wir kennen uns ja auch schon lange. Freut mich immer, bei euch ein Interview zu haben. Und auch an alle Zuseher und auch ans Ground & Pound. Hallo. Herr Schabauern, Sie gehören ja ohne Frage zu den Pionieren mit Olymp. Sie waren die ersten großen Nahrungsmittelergänzungen, die sich wirklich in die MMA-Szene so mit Vehemenz vorgebrecht sind. Sie sind Hauptsponsor von Respect, Sie sind hier auf der Mixfight Gala vertreten. Wir haben jetzt auch eine Kooperation. Möchten Sie zu den ganzen Sachen mal was sagen? Ja gut, wir haben ja schon vor 2 Jahren damals gesagt, wie wir den Royce Gracie auf der FIBO gehabt haben. Das ist erst der Beginn und es geht hier weiter. Wir haben mit Respect eine Veranstaltung gehabt, die es ja hier auch wirklich schon etwas vorgezeigt hat. Wir konnten die Besucherzahlen verdoppeln. Wir haben tolle Kämpfe gesehen. Wir haben jetzt eine Zusammenarbeit mit euch, mit Ground & Pound. Ja. Ihr habt ja einfach eine Pionierposition. Hier sind einfach die neuesten News vom Kampfsport, vom Kickboxen, vom Thai-Boxen, von MMA, von der UFC, von der Dana White. Das ist viel Arbeit. Das ist ein tolles Portal. Und auch hier ist unsere Zusammenarbeit natürlich als Sporternährungsfirma wichtig. Und auch hier die Mixed Fight Gala heute ist live in Russland geschaltet, kommt am 19. September, glaube ich, in Eurosport. Wir haben hier unsere Kämpfer hier. MMA Spirit, ja, gemanagt von Nils Schlegel, ja, für mich der tollste Club, war ja auch der Club des Jahres, glaube ich, letztes Jahr, nicht? Und auch Christian Eckerlin, ein toller Fighter, der von Olymp gesponsert wird, Daniel Weichel, ja, super Fighter, Thais Sumov, das ganze MMA-Spirit-Team wird von Olymp gesponsert, das ist ein Vorzeigeteam, also Nils Schlegel, wirklich, also eine tolle Sache. Ich trainiere dort selber im Moment 2-mal am Tag, am Vormittag und am Nachmittag. Es ist hart, aber es ist schön und es macht einfach Mörder Spaß. Und das ist auch der Grund, warum wir das tun, das ist eben unser Motto Live and Fight. Wir leben das Ganze auch. Wir stehen mit Herzblut dahinter und auch ihr genauso. Und deswegen sind wir auch hier heute. Ja, wie Sie schon sagen, Live and Fight, also es ist ja nicht nur Ihr Motto, sondern es wird bei Ihnen auch wirklich auch gelebt. Es ist ja kein Lippenbekenntnis. Und wie Sie selber sagen, Sie trainieren mittlerweile selber öfters im MMA Spirit. Wie sind Ihre Erfahrungen jetzt beim MMA Spirit, selber im Training? Also gut, zum ersten Mal muss ich sagen, das MMA Spirit hat optimale Voraussetzungen zu trainieren. Es hat nicht nur sehr tolle Trainer und ein gutes Management. Die Atmosphäre ist gut, die Lage ist toll. Es ist alles an Equipment da, es ist ein komplettes Fitnesscenter, es ist ein Physiotherapeut da, die Leute hinter der Bar. Einen schönen Gruß an den Onkel Ossi, der ist nämlich hinter der Bar beim MMA Spirit und der kümmert sich wirklich toll um die Leute. Und ich selbst beim Training so nahe mit Spitzenathleten zu trainieren, jetzt gerade wieder der mehrfache Thai-Box-Weltmeister bei uns und die ganzen Stars, Martin Zawada hat letztes Mal gespart mit Daniel Weichel, es ist einfach, es motiviert unheimlich, selbst mich noch, jetzt wieder nach einigen Jahren Pause eigentlich wieder richtig stark einzusteigen. Es ist toll, es ist eine Atmosphäre, es macht Spaß und wir sind einfach dabei. Und das waren auch die Gründe, weil Sie haben ja am Anfang nur den Daniel Weichel und den Christian Eckerlin gesponsert und haben das Sponsoring ja von Olymp auf das ganze MMA-Spirit ausgeweitet. Waren das auch die Gründe, die Sie eben genannt haben, warum Sie das Team komplett jetzt unter ja, haben? Es hat sich einfach, es war einfach ein positiver Austausch. Also Nils Schlegel und ich, wir haben uns getroffen, wir haben mal eine kleine Sache miteinander gemacht und dann die Art und Weise, wie die Burschen arbeiten, wie professionell die sind, wie freundlich, wie nett, wie viel die geben für den Sport, das hat einfach zusammengepasst. Und dann treffen sich halt manchmal im richtigen Moment die richtigen Leute und dann noch das Gleiche mit der Zusammenarbeit mit Ground & Pound, ja. Das muss man sagen, einen Dank auch an Willi Steinke. Das ist eine tolle Sache und hier geht es gleich mit MMA Spirit. Olymp ist dabei und die richtigen Leute begleiten uns auf unseren Journey. Und Sie sagen ja auch Live and Fight, das ist ja, wie gesagt, gelebt, aber Sie haben jetzt sogar Ihre Produktpalette erweitert. Sie haben jetzt auch Bekleidung, ich habe gesehen, Sie haben die Fading Edge Jeans an, auch Streetwear, Casual Wear. Möchten Sie dazu mal was sagen? Also Olymp hat jetzt in den letzten Jahren wirklich einen Zahn zugelegt. Ja. Wir sind nicht nur eine Firma für den Bodybuilder, für den Fitnesssportler, für den älteren Menschen, für den gesundheitsbewussten Menschen. Wir sind jetzt auch wirklich in den Kampfsport verstärkt eingestiegen mit einer eigenen Produktlinie, mit Live and Fight, mit Amok, mit Resurrector. Es kommen jetzt noch sehr viele neue Produkte, die ich hier noch nicht heute enthüllen möchte, speziell für den Kampfsportler ausgerichtet. Es wird ein eigener Leitfaden kommen, nicht nur über Supplemente, auch über die normale Ernährung. Wir wollen den Kämpfer
Läufern wirklich etwas mitgeben und die werden davon hoffentlich profitieren können. Der nächste Schritt war dann auch Live and Fight als Streetwear, als Bekleidungslinie mit der exklusiven Linie nochmal Rebel Vintage. Das sind spezielle T-Shirts, die sehr cool zu tragen sind und locker und lässig, mit Jeans, die nicht jeder hat, die was wirklich Besonderes sind. Wir haben einen speziellen Fashion Designer in New York, der uns hier wirklich tolle Grafiken macht, und das ist auch ein kleiner Tick dazu, eine Sache, die uns Spaß macht, und wir hoffen auch hier Leuten Freude zu machen, wenn sie ein tolles T-Shirt von Olympian haben. Ja, sicher, da können sie auch auf der Straße und nicht nur auf Veranstaltungen auch da Flagge zeigen und zeigen, dass sie auch Live and Fight, das auch wirklich noch leben. Herr Scheppbauer, Sie haben ja gerade gesagt, Sie werden diesen Leitfaden auf den Markt bringen, wo man auch für den Kämpfer, wo es nicht um Supplemente, sondern auch um Ernährung gehen wird. Sind da auch Tipps drin, wie man am besten Gewicht cuttet oder solche Dinge? Ja, wir werden wirklich versuchen, also bei der ersten Edition werden wir schauen, wie viel wir wirklich an viel Information im ersten Buch weitergeben werden. Es wird ein bisschen natürlich über Supplemente gehen, aber auch um die normale Ernährung, auch den Weightcut. Dann werden wir natürlich auch speziell ein bisschen für den Profikampfsportler hier ein paar Tipps geben. Es ist ein Schritt nach dem anderen, aber ich denke, es wird für jeden was dabei sein. Ja, das ist schon mal sehr, sehr gute Neuigkeiten. Auch, dass Sie Ihre Produktpalette erweitern. Sie haben eben gesagt, ich kann Sie leider noch nicht darauf ansprechen. Das ist alles noch sehr geheim, aber wir können schon mal den Leuten draußen sagen, es rollt einiges auf Sie zu, ja? 10 neue Produkte, der Hammer, wirklich speziell für den Kampfsportler. Es wird krachen. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Zeit, vor allen Dingen auch für die wunderbare Kooperation mit Ihnen zusammen. Und vielen Dank ans Grauen Band und vielen Dank an euch. Und ohne euch wird es das alles nicht geben. Dankeschön. Wir bedanken uns bei Ihnen. Danke sehr.